Willkommen bei CC Automotive. Und zwar heute Parkplatz-Tuning, haben wir uns mal gedacht. Damit ihr mal seht, was das für Vorteile hat, wenn man die Teile richtig easy installieren könnte. Und ihr kennt natürlich die Situation, ihr seid irgendwo am Parkplatz, habt zufälligerweise das Amazon-Paket, das eBay-Paket, was auch immer, bei uns im Shop bestellt. Überall kriegt ihr eure Teile von uns. Und ihr seid so heiß drauf, es sofort anzubringen. Und das funktioniert super eigentlich. Hier haben wir G21 Touring, neues BMW-Modell. Und da gehört einfach da hinten so ein bisschen was drauf. Und zwar einmal hier seitliche Führungen. Kennt man so ein bisschen von noch anderen Modellen. Warum es der G21 nicht hat, keine Ahnung. Also passt ziemlich cool. Wir machen jetzt noch mal kurz drunter sauber. Zum Saubermachen auch gerne hier unser geiles Spray in CSR Magenta Ton. Und riecht auch geil. Na? Ja, es riecht super. Ja. Gut parfümiert hier. Könnt ihr auch mal, was weiß ich, den Beifahrer, wenn er sich mal ein paar Tage nicht gewaschen hat, mal kurz so. Wunderbar. Und jetzt ist eigentlich schon super sauber. Aber wir haben ja hier noch die drei Reinigungstücher, die wir in dem Fall noch zum Reinigen nutzen. Dann ist wirklich jeder Silikon, Fett und was weiß ich was, Rückstand weg, weil das ist wichtig. Wenn es kleben soll, muss es sauber sein. Positionierung ist klar, ne? Hier soll es abschließen, hier oben soll es abschließen. So, jetzt mal wieder schön hindrücken, den Spaß. So, und durch das 3M-Klebeband, was wir hier verwenden, ist es natürlich echt super easy. Es gibt Scheiben. Die haben hier eine Nanoversiegelung drauf. Kann sein, dass mit dem 3M-Klebeband schwierig ist. Wenn es bei euch der Fall ist, dass es sich löst oder was auch immer oder nicht richtig kleben sollte, einfach den Primer vorher auftragen. Primer findet ihr bei uns im Shop, kann man den nachbestellen und dann ist es auf jeden Fall richtig, richtig fix. In dem Fall, glaube ich, ist keine Nano drauf. Nee, ist keine drauf. Dann mal wieder hier Schutzfolie ab. Yes, Alter. Ja, sieht doch gut, oder was? Schaut doch super aus. Wie von Werk, oder? So muss es sein. Jetzt machen wir die andere Seite noch. So, das Ganze jetzt noch hier oben. Und zwar haben wir eine richtig coole Lippe. Ich mache jetzt mal kurz sauber und dann zeige ich euch mal, wie das da ausschaut. Das ist kein Samurai-Schwert, sondern das ist die Lippe für dieses Auto. Und an welches Auto erinnert uns das? Oh, ich glaube, da ist jetzt gerade ein M3 vorbeigefahren. Genau, in der Mitte sitzt er vorne an und dann geht er leicht nach hinten. Genau, da müssen wir jetzt aber echt schauen, dass wir genau den richtigen Punkt erwischen. Und vor allem müssen wir genau die Mitte erwischen, sodass er richtig passt, dass das ordentlich ausschaut. Und dazu brauchen wir ein Klebeband, um das ordentlich zu positionieren. Dann machen wir hier nochmal Reinigungstuch-Spaß. Genau, dann das Trägerband da drauf, beziehungsweise den Abziehhilfe fürs Trägerband. Coole kleine Spoilerlippe für den G21. So, hinten getuned, dezent. So, aber jetzt kommt wirklich die Challenge, denn keine Hebelbühne, kein Nix, einfach mal hier auf dem Parkplatz. Die Folie vorher abziehen. Also beim G21 oder G20, das ist ja die gleiche Spoilerlippe. Genau. Da bietet sich auch unsere Verklebetechnik an. Einerseits, weil es neue Autos sind, die meisten Leute eben nicht so viel Bock drauf haben, da Nieten reinzuballern. Also das wäre hier in dem Fall möglich. Die Spoilerlippe liegt schön plan an. Das ist wichtig und die Voraussetzung dafür. Und die nächste Voraussetzung dafür ist natürlich, das hier ordentlich sauber zu machen. Ganz wichtig, unser Primer. Sowas habt fast jeder dabei im Auto, außer die Jungs, die Runflats fahren. Die müssen das dann halt sich von jemandem borgen. So, und zwar ist das jetzt hier unsere Montagehilfe.
dann fangen wir mal an, das entsprechend auszumitteln. Ein bisschen weniger. So. Genau, und jetzt habt ihr das hier als Stabilisierung. Und dann einfach nur die Ecken hier andrücken. So, dann müssen wir noch das Band abziehen. Und dann gleich hinterher und nachdrücken. Den Kameraden können wir wegmachen, also ihr wollt gleich einen Reifenwechsel noch mitmachen. Jetzt alles nochmal schön hindrücken. Ich würde sagen, läuft. Läuft. Projekt Parkplatz-Tuning hätte sich keiner vorstellen können, dass das hier unten auf dem Boden klappt, oder? Nee. Wunderbar. So, und das Ganze haben wir hier auf dem Parkplatz gemacht, auf dem Parkplatz von holdeineplakette.de. Und hier habe ich einen Geschäftsführer. Richtig, hi, ich bin Erkin. Seit Montag hier um die Ecke von CSR. Genau, also bei uns hier Einzugsgebiet Rot. Es wird angeboten, Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung und ja, unsere Spoiler eintragen. Hier in dem Fall haben wir jetzt Spoiler verbaut mit ABE, aber es gibt ja auch welche mit einem Teilegutachten. Das wäre dann das 19.3er, das bietet ihr auch an. Richtig, klar. Einfach vorbeikommen, das können wir sofort machen. Oder hier einen Termin buchen. Genau. Ihr holt das Auto sogar ab, glaube ich. Richtig, wir haben Hol- und Bring-Service. Heißt, wenn der Kunde keine Lust hat, vorbeizufahren, wir fahren raus, holen das Auto ab und fahren es dann sofort wieder zurück. Sind versichert, machen vor der Fahrt, nach der Fahrt immer Bilder, damit wir da auf der sicheren Seite sind. So läuft es ab. So muss es sein. Klasse. Den 21er, also Sonderabnahmen, Einzelabnahmen, Kombinationen. Man kennt es ja, kauft sich Räder mit ABE, denkt sich cool, noch ein Teilegutachten für das Fahrwerk, alles cool, jetzt muss ich nichts mehr machen. Nein, in dem Moment ist die Kombination womöglich eine 21 und das könnte auch angeboten werden. Genau, richtig. Auf der Internetseite immer Paragraph 21 anklicken. Das kann immer nur ein bestimmter Prüfer machen. Der würde dann vor Ort kommen, würde das abnehmen und dann seid ihr ready to go. So muss es sein, perfekt. Gebühren sind wie üblich, aber ihr habt halt den Vorteil mit einem günstigen Hol- und Bring-Service beziehungsweise mit wirklich netten Kerlen hier, das kann ich bestätigen. Und ich glaube, es gibt noch woanders Filialen. Richtig, wir kommen eigentlich aus Nürnberg-Fürth, haben dort auch zwei Stellen. Die andere Außenstelle ist in Regensburg und jetzt sind wir hier in Büchenbach. Und genau, jederzeit für euch da. Also, wenn ihr bei uns seid, Sachen kauft, gleich irgendwas eingetragen werden muss, dann gleich hierher. Ansonsten hier mal auf der Internetseite schauen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und danke, dass wir deinen Parkplatz nutzen konnten für unser Tuning-Projekt am Parkplatz. Schau dir das mal an. Hier haben wir so ein paar Heckflügelchen für den G21 gemacht. Aha. Das kombiniert hier mit der Abrisskante. Mhm. Und vorne das Ganze, so eine kleine Spoilerlippe. Ich denke, man macht sich ganz nice. Sieht richtig gut aus. Das Witzige ist, hier dran gepappt am Parkplatz, keine Hebebühne, kein Nix, kein Bohren, kein Nieten. Das einzige Nachteil für dich ist, mit ABE. Du naja. Hast leider kein Geld verdient. Aber egal, bei anderen Sachen. Okay, also in diesem Sinne, dann danke fürs Zuschauen. Glocke abonnieren, liken, wohlwollende Kommentare, was auch immer. Und bis das nächste Mal. CSR.